Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag. Heute hören wir einen Vortrag über das Architekturbüro Wimmer und Partner. Den Vortrag halten werden die Partner von Helmut Wimmer, das ist Bernhard Weinberger und Andreas Gabriel, möchte ich beide herzlich begrüßen. Sie haben das Büro gemeinsam mit Helmut Wimmer seit 2014 und wie es auch schon im Flyer steht, ist es sicherlich ein Büro, das zeigt, wie gut zwei Architektengenerationen harmonieren können und das Büro weiterentwickeln können. Vor 2014 hat Helmut Wimmer über viele Jahre, eigentlich schon, muss man sagen, Jahrzehnte, an vorderster Stelle im Architekturgeschehen Österreich immer wieder exemplarische Projekte beschert. Er hat nicht nur, aber besonders im Wohnbau immer wieder neue Zeichen gesetzt, Zeichen, die viele Architekten immer genau studiert haben, unter anderem auch unser Büro. Also das ist sicherlich ein Vorbild von uns. Er bezeichnet seine Wohnstrukturen als die Bühne des Lebens. Um das zu verstehen, es kommt vielleicht heute dann eh auch, braucht man nur das Wohnregal betrachten, das 1999 errichtet wurde und das genau zeigt, was es ist, nämlich dass hier breiter Raum gegeben werden soll, offene Strukturen für individuelle Aneignung von Wohnraum. Was mich ja immer fasziniert hat, ist das, da gab es ein Betonfertigteilsystem, das verwendet werden musste, das eher, sagen wir es einmal vorsichtig, eher einschränkend in der Gestaltungsmöglichkeit war und Helmut Wimmer und sein Büro das meisterlich verstanden hat, das so absolut überhaupt nicht zur Erscheinung zu bringen. Aktuellere Beispiele, letztes Jahr fertiggestellt in St. Pölten ein Projekt, in der Maximilianstraße, Gemeinschaftsprojekt mit Artig-Architekten. In der Seestadt gibt es für eine Baugruppe ein Projekt, das vielleicht eh auch gezeigt wird. Oder als Sonderwohnform ein alten Wohnheim in Wien 5 Haus, das ob seiner Qualität mit dem Bauherrnpreis ausgezeichnet wurde. Damit bin ich auch schon am Ende und gebe euch das Wort. Ja, herzlichen Dank für deine Worte. Ich muss den Helmut Wimmer entschuldigen, es geht ihm gesundheitlich nicht ganz so gut, ansonsten hätte er den Vortrag gerne selbst gehalten. Ich hoffe, wir können ihn heute würdig vertreten. Wie geht das jetzt? Ja, ich beginne mit dem Projekt Maximilianstraße St. Pölten. Der Markus hat es schon erwähnt, ein Projekt, das wir gemeinsam mit Artig-Architekten und mit Raum und Kommunikation entwickelt haben. Ein Projekt, das sozusagen, also ich stelle nicht nur ein singuläres Wohnbau vor, sondern eigentlich ein neues Wohnbausystem, das wir entwickelt haben im Team. Prämissen waren sozusagen einerseits die Frage für uns, serielles Bauen, kann das kostengünstiger sein? Könnte ich eine raschere Bauzeit erzielen damit? Ist es ressourcenschonend? Und sozusagen der andere große Themenblock, der uns bei diesem Projekt interessiert hat, ist einfach Wohnqualität. Kann man sozusagen mit einer neuen Bauweise auch eine neue Wohnqualität schaffen? Die Wohnungen werden immer kleiner, Smartwohnungen sind sehr klein. Das ist quasi die große Vorgabe in Wien, Smartwohnungen. Trotzdem die Frage, kann man nicht einen räumlichen Luxus innerhalb dieser Schiene des geförderten Wohnbaus schaffen? Sicher auch die Frage, kann man nicht auch eine neue Qualität wieder in den Wohnbau bringen? Wir betonieren sozusagen momentan Regelgeschosse hoch und schmieren dann die Marmelade drauf, die Wärmedämmung EPS als Sondermüll. Also auch da die Fragestellung, wie könnte es anders gehen? Und dann natürlich das Thema, das uns immer beschäftigt, Nutzungsneutralität, Nutzungsflexibilität. Muss ein Wohnbau immer ein Wohnbau sein oder könnte ich da nicht sozusagen im Laufe eines Lebenszyklus eines Gebäudes das Gebäude so verändern, dass es auch andere Nutzungen aufnimmt? Eine ganz inspirierende Skizze für dieses Projekt war einfach sozusagen die Systemhersteller aus dem Garagenbau. Das sind sozusagen die Leute, die ganz schnell, ganz rasch und ganz kostengünstig einen Rohbau herstellen können. Also gerade das Bild war für uns sehr inspirierend. Die Frage war halt ganz einfach, wenn ich schon schaffe, einen ganz super schnellen Rohbau herzustellen, muss ich den dann mit Autos füllen oder könnte ich den nicht einfach mit Wohnungen füllen, mit Büros füllen? So ist sozusagen dieses Projekt entstanden. Gemeinsam mit Artig-Architekten und Raum und Kommunikation haben wir dann an einigen Bauträgerwettbewerben teilgenommen und das System mehr und mehr präzisiert und weiterentwickelt. Bei den Bauträgerwettbewerben
waren wir nur teilerfolgreich, insofern, als dass wir ein paar lobende Erwähnungen gekriegt haben, aber es hat sich eigentlich niemand getraut, mit uns dieses System zu bauen. Zum Glück haben wir dann sozusagen einen mutigen Bauträger gefunden, BWSG, das mit uns gemeinsam in St. Pölten, also in Niederösterreich, einen Wohnbau errichtet hat, der nicht gefördert ist, der frei finanziert ist, aber sozusagen, wo wir angetreten sind, zu den Konditionen des geförderten Wohnbaus ein Wohngebäude zu errichten. So sieht's aus. Also ich glaube, man sieht, man ist von der ursprünglich gezeigten Foto der Garage gar nicht so weit entfernt. Das wäre sozusagen dieses fertige Roboregal. Und ganz konkret zum Bauplatz, also wir befinden uns in St. Pölten, sehr schöne Lage, das hier unten ungefähr wäre der Bahnhof, das heißt, ich bin fußläufig in 5 Minuten beim Bauplatz. Wir mussten leider trotzdem die Stellplatzverpflichtung von 1,5 erfüllen, das heißt, wir haben eine Riesengarage und auf dieser Riesengarage stehen dann eben 4 Häuserzeilen und eine geknickte Zeile. Wir haben uns das einfach dann aufgeteilt, 2 Gebäudeteile von ATEC und 2 Gebäudeteile von WUB. Hier mal ein Grundriss, Erdgeschoss. Man sieht sozusagen an der Praterstraße gibt es ein bisschen Infrastruktur, einen Fitnessraum, Fahrradabstellraum und dahinter beginnt schon das klassische Wohnen. Ein Regelgeschoss. Die Gebäude an der Praterstraße sind ein Geschoss höher, hinten im Westen etwas niedriger. Und man sieht sozusagen auch schon, wie das Gebäude funktioniert. Das heißt, es gibt eine ganz klare Wohnbauschiene mit sehr viel Platz davor und dahinter sozusagen mit einer ganz einfachen Erschließung, beidseitig Außenstiegen angestellt. Damit sozusagen spiele ich mich auch hinsichtlich der Nutzung, hinsichtlich des Brandschutzes sehr gut frei. Und da jetzt ganz einfach dieses System, das wir entwickelt haben, einmal Stahlbeton-Fertigteil, also Stahlbeton-Stützen. Auf diese Stützen kommen diese Systemträger aus Stahl, in dem Fall sind es Pico-Träger, die nachher sozusagen mit Betonverguss den Brandschutz erfüllen. Und die Decke ist eben aus dem Garagenbau kommend, Element Fertigdecke, Rohldiele in dem Fall und außen die Elementdecke. Das heißt, der Teil ist ganz rasch hergestellt, dieses Rohbauregal, dieser Rohbau ist ganz rasch errichtet und ich kann dann sozusagen im nächsten Schritt oder im Idealfall sogar parallel sozusagen mit der Richtung des Rohbaus einfach eine die nicht tragende Außenwand reinstellen. In St. Pölten ist es eine elementierte Holzfertigteilwand, könnte natürlich auch eine Verglasung sein, eine Panelfassade. Es gibt da keine Anforderungen an den Brandschutz mehr, es gibt auch keine Anforderungen an den Statik, also sozusagen die Statik außen liegt und im Idealfall sozusagen fülle ich das dann Ganze sozusagen noch mit Fertigzellen, wir sind in dem Fall wie in St. Pölten, einfach mit Fertigschächten und Leichtbauwänden aus. Ja, ein bisschen näher in den Grundriss gegangen. Man sieht, wir haben sehr viel Platz vor dem Haus gelassen. Es ergibt sich sozusagen einerseits aus dem Garagenraster und diesem Systemträger. Wir haben hier sozusagen vor dem Haus eine 2,80 Meter breite Zone, die als Balkon und Laubengang genutzt werden kann. Durch diese breite Zone schaffe ich den Brandschutz. Das heißt, dadurch habe ich keine Anforderungen mehr an die Fassade. Und wir haben sozusagen, um das Gebäude nutzungsneutral herstellen zu können, haben wir eine lichte Raumhöhe von 2,80 Meter gewählt. Das heißt auch gleichzeitig im Freiraum eine lichte Höhe von 3,10 Meter. Ja, so sehen die Gebäude aus. Also man sieht, gleiches Bausystem, ganz unterschiedliche Ausformulierungen. Man sollte durchaus die Handschrift der Architekten noch lesen können. Einmal ein Gebäude von uns in der Längsseite, einmal eine stirnseitige Ansicht eines Bauteils von ATEC. Ich glaube, man kann da die Elemente noch sehr gut erkennen. Stütze, die Träger, die Platte. Um das Ganze auszusteifen, ich gehe jetzt ganz kurz einen Schritt zurück, um es auszusteifen, gibt es sozusagen an den Stirnseiten eine Stahlbetonwand, die in Querrichtung aussteift und außen dran gestellt ein Stahlfachwerk, das in Längsrichtung aussteift. Ja, das ist einfach mal ein Blick sozusagen in diese Zeilen. Freiraumplanung von Land in Sicht, haben wir bewusst sehr, sehr zurückgehalten. Noch spezieller ist es sozusagen dann in den Häuserzeilen von ATEC, wo beidseitig der Laubengang ist und in der Seite liegt einfach eine ganz schöne, klare, rote Asphaltfläche drinnen. Materialqualität, also das ist etwas, was sich einfach durch das System bedingt ergibt. Das heißt, wir haben hier eine Fassade in unbehandeltem Lärchenholz, Ortbeton, also Aufbetonplatten in Besenstrich, die Fertigsäule, die Elementdecke hat von sich aus eine sehr schöne Untersicht, das heißt, das ist gar kein Sichtbeton ausgeschrieben, sondern das Element bringt sozusagen diese schöne Untersicht mit sich und die Stahlteile müssen auch nicht mit Brandschutzanspruch eingepackt werden, sondern sie sind einfach ganz normal gestrichen und dann gibt es halt einfach noch die verzinkten Geländer dazu.
ja, nochmal einen Blick sozusagen in diesen Laubengang. Man sieht schon sozusagen, was die Raumhöhe und sozusagen die Breite für Qualitäten erzeugt. Und da sieht man noch einmal sozusagen dieses aussteifende Element, dieses Stahlfach, das einfach seitlich außen dran steht. Ja, da sieht man vielleicht, was das an Qualität für die Wohnung bringen kann. Also 2,80 Meter innen kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber man sieht auf jeden Fall, wie viel Freifläche ich da einfach systembedingt mitbauen kann in dem System bei 3,10 Meter Raumhöhe. Ja, vielleicht ganz kurz zu den Grundrissen. Also das ist jetzt so, man sieht da sehr gut einfach diese ganz klassische Schiene. Das ist sozusagen diese Halle, die keine tragenden Elemente in sich hat. Die Stützen stehen außen, es gibt nur eine Mittelstütze und da sitzen dann sozusagen einfach diese Enductus von Insta-Blöcken. Grundrisssystem ist relativ einfach. Wir haben es sozusagen aufgelöst in vier gleiche nutzungsneutrale Räume, sodass ich dann entweder einen quergelagerten Wohnraum machen kann, ich kann einen durchgesteckten Wohnraum machen oder ich könnte mich mit dem Wohnraum sehr stark reduzieren und ein weiteres Zimmer ausbilden. Ich kann bei dem System natürlich auch sozusagen von vier Elementen auf drei wechseln oder sogar auf zwei Elemente. Da sieht man sozusagen mal einen Blick in diese Wohnungen hinein. Oder eben auch die Grundrisse von ATEC, auch die sind natürlich super durchdacht. Das heißt, die sind ganz kompakte Grundrisse, C-Wohnungen, wo ich sozusagen mit einem wunderschönen durchgesteckten Wohnraum, wie gesagt, 3 Meter Raumhöhe, schön durchkomme, mit sehr kompakten Zimmern und mit Wohnungen, die überhaupt keine internen Erschließungsgänge brauchen, weil ich sozusagen alles über diesen Hauptraum erschließen kann. Das Ganze geht dann noch kleiner. Ich glaube, die Wohnung dürfte an die 63 Quadratmeter haben, plus eben diese 15 Quadratmeter Freibereich davor und natürlich auch der Bereich im Laubengang, der auch gut genutzt werden kann. Ja, da ein Blick in eine der Wohnungen von ATEC. Nochmal, so sieht die Fassade aus. Also wir haben sozusagen dann oben dann noch ein Haus draufgesetzt, bedingt durch die Flächenwidmung, die sogar einfach dieses Schrägdach wirtschaftlich gemacht hat. Und nachdem wir hier sozusagen den Witterungsschutz nicht so sehr gegeben haben, ist das eine hinterlüftete Fassade in Eternit. Ja, das Bausystem an sich, da steckt natürlich sehr, sehr viel Detailarbeit drinnen. Also das, was sich so einfach im Schnitt sieht, das bedurfte einer Fülle von Details, speziell was die Bauphysik betrifft und die Statik betrifft. Ich sehe es aber, zeige es einfach nur ganz kurz, vielleicht ein paar Baustellenfotos, wenn man da ganz gut sieht, wie sich das Projekt entwickelt. Also Stahlträger, dann gibt es eben diese Beikotträger, die ausgegossen werden. Und dann kommen sozusagen die Elementdecken. Insta-Blöcke stehen schon und da außen sieht man sozusagen erstmal freistehend noch ganz ohne Haus schon mal das Stahlfachwerk, das Haus dann aussteifen soll. Da sieht man sehr gut, finde ich, das leere Roboregal. Da kommt schon die Füllung rein, was man da sehr gut sehen kann. Ich müsste das eigentlich gar nicht füllen. Ich könnte ein ganzes Geschoss auch freilassen oder wie gesagt mit einer anderen Nutzung belegen. Ja, das finde ich sehr schön. Das ist ein Blick in die leere Halle. Das heißt, es gibt da noch keine Wohnungen drinnen. Aber man sieht sehr gut, wie das Ding funktioniert. Statisches Element, Schacht und ansonsten gibt es nur mehr diese nicht tragende Außenwand. Ja, Dach ist auch in Fertigteilen. Da liegen die Fertigteile. Da werden sie hochgehoben. Sie werden einfach ineinander gestellt. Und dann ist das Dach auch relativ rasch vorhanden. So sieht es am Dach aus. Ein Blick in den Fahrradabstellraum. Ich zeige es einfach nur deswegen, um zu zeigen, der ist jetzt im Erdgeschoss. So ein Raum könnte natürlich auch im zweiten, dritten, vierten Geschoss sein, weil ich einfach keine Schottwände habe. Ja, das Haus fertig kurz. Nach Fertigstellung noch nicht bezogen. Die Architektur ist sehr stark. Jetzt könnte sozusagen das, was der Markus schon angesprochen hat, die Aneignung, die Belebung stattfinden. Und ich glaube auch, dass es passieren kann. Die Architektur geht sehr viel her. Die Freiflächen sind sehr groß und sozusagen wir legen den Bewohnern ja nahe, das auch jetzt ganz intensiv zu nutzen. Gern hätten wir natürlich, wenn dann in 2-3 Jahren solche Bilder entstehen. Hier nochmal ein Ausschnitt aus der Kopfstraße oder laubengangseitig hier ein Ausschnitt aus dem Baugruppenprojekt LISA. So, damit bin ich auch schon beim Baugruppenprojekt LISA in der Seestadt Aspern, gemeinsam mit Raum und Kommunikation, speziell mit Robert Korab und Regina Gschwendner haben wir dieses Projekt entwickelt. Es war ein Bewerbungsverfahren für Baugruppen. Und zwar geht es um das Baufeld D13, das sozusagen in einem Bewerbungsverfahren insgesamt 5 Baugruppen zur Verfügung gestellt wurde. Wir sitzen hier sozusagen an der nordwestlichen Ecke mit ungefähr 45 Wohnungen und sehr viel Gemeinschaftsräumen. Das System ist auch hier relativ einfach. Das heißt, es gibt einfach ein kompaktes Haus
Erschließung links, Erschließung rechts und davor gibt es einen ganz breit gelagerten Laubengang oder eigentlich nennen sie eine offene Kommunikationszone, weil das Ding jetzt noch breiter ist als in St. Pölten, da habe ich 3 Meter lichte Raumbreite und diese Zone nimmt eben nicht nur den Laubengang auf, sondern auch die privaten Freiflächen der Bewohner. Davor gibt es dann noch so ein kleines Ateliergebäude und ein Gemeinschaftshäuschen mit Terrasse. Die Idee bei diesem Haus war sozusagen auch hier Flexibilität herzustellen und zwar nicht, indem ich mit Schiebewänden arbeite oder mit dem berühmten Schaltzimmer, sondern wir haben gesagt, wir richten eine Anzahl von autonomen, in sich selbst funktionierenden Einheiten. Das sind ganz kleine Wohnungen, 33 Quadratmeter, die ich aber sozusagen in der Addition zu größeren Wohnungen zusammenschalten kann, wo ich aber dann sozusagen im Laufe des Lebenszyklus des Gebäudes auch durchaus wieder einfach eine Einheit wegnehme. Die Einheit funktioniert immer autonom, weil jede Einheit einen eigenen Schacht hat und eine eigene Wohnungseingangstür. Das heißt, ich könnte innerhalb einer Dreierwohnung entweder eine Wohnung untervermieten oder ich habe sozusagen eine Einliegerwohnung. Vielleicht zieht einmal die Pflegerin in eine eigene Wohnung innerhalb der Wohnung ein. Ich kann aber, wie gesagt, wenn ich die Wohnung nicht mehr brauche, einfach ein Element wieder weggeben. Das ist dann sozusagen schon konkreter ausformuliert. In Zusammenarbeit mit der Baugruppe haben wir dann 2 Einheiten entwickelt, eine etwas größere und eine kleinere. Die kleinere hat 35 Quadratmeter, die größere 55 Quadratmeter. Und wie gesagt, in dem Zusammenschalten von mehreren Einheiten entstehen dann sozusagen die Wohnungen, die sich die einzelnen Baugruppenmitglieder gewünscht haben. Vom statischen System hier tragende Außenwand an der Nordseite, eine Mittelstütze, auch hier wieder der Duktus an Schächten, das ist sozusagen die einzige Vorgabe der Architektur und eine innenliegende Stütze oder eine fasadennaheliegende Stütze und dafür gibt es dann davor eigentlich ein durchgehendes verglastes Element. Wie gesagt, da die Teilung in einzelne Einheiten, das heißt jede Einheit mit der Eingangstür und der Verglasung und davor liegen sozusagen diese breite Kommunikationszone, wo hier sozusagen zwischen dem notwendigen Laubengang mit einer Breite von 1,20 Meter und dem dahinterliegenden privaten Freibereich sozusagen eine Markierung oder eigentlich nur eine Markierung sitzen soll. Ich gehe vielleicht erstmal ins Regelgeschoss oder ins Regelgeschoss, in ein Geschoss. Es gibt natürlich kein Regelgeschoss, weil natürlich erstens die Wohnungszuschnitte alle unterschiedlich sind, weil es gab sehr viele Leute, die sich Einzelwohnungen genommen haben. Es gab auch sehr viele, die quasi sehr große Kombinationen sich gewünscht haben. Wir haben sozusagen im Vorfeld eigentlich für die 1er, 2er, 3er, 4er Kombination für uns sozusagen im Architekturbüro Grundrisse durchgespielt, jeweils quasi mit an der Kommunikationszone liegenden Wohnraum und mit durchgesteckten Wohnraum und mit unterschiedlichen Wohnungskonfigurationen, so ein bisschen um für die Baugruppenmitglieder einen Wohnungskatalog zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich hat sich aber gezeigt, die Mitglieder der Baugruppe wollten ihre Wohnung selbst entwickeln. Also quasi die haben, glaube ich, unsere Wohnungstypologien gar nicht genau angesehen, sondern wir haben dann 1:1 mit denen die Wohnung entwickelt, was eigentlich nicht so schwierig war, weil es einfach nur die Vorgabe des Schachtes gab und Unterstütze im Inneren. Und was natürlich ganz sympathisch war, ist sozusagen diese 1:1-Kommunikation. Das heißt, ich habe ein Gegenüber, das mir sofort Feedback gibt. Also wir leiden ja ein bisschen im geförderten Wohnbau damit, dass man dann ganz schlecht an die tatsächlichen Verantwortlichen bei den Bauträgern herankommt und eher wieder mit Stellvertretern vertröstet wird, sodass es ganz schwierig ist, Entscheidungsfindungen zu treffen. Ja, ich gehe jetzt wieder zurück zum Erdgeschoss. Das System funktioniert im Erdgeschoss gleich, nur hatten wir sozusagen bedingt durch die Flächenwidmung hier die Auflage, 4 Meter Raumhöhe zu machen, was natürlich super ist für diese Wohnungen im Erdgeschoss, bietet sich sehr gut an für Wohnen und Arbeiten. Diese Sanitärzellen sind dann in den meisten Fällen nicht raumhoch gemacht worden, sondern mit 2,20 Meter, sodass ich darüber auch noch sehr viel Platz habe. Im Erdgeschoss gibt es dann noch einen großen Gemeinschaftsraum für die Baugruppe. Wie gesagt, ein Gemeinschafts- und Kinderspielraum und das Ateliergebäude. Und ein ganz wichtiger Raum in dem ganzen Gebilde ist dieses Foyer, etwas, was die Baugruppe von Anfang an haben wollte. Und ich habe es vielleicht erst viel später verstanden, warum es so wichtig ist. Das ist sozusagen ein Foyer mit Teeküche, mit behinderten, barrierefreiem WC und einem kleinen Waschsalon, da steht dann auch ein Wurzeltisch drinnen. Und das ist aber sozusagen etwas, mit dem Foyer kann ich das Haus eigentlich nicht mehr anonym betreten. Ich betrete das Haus sozusagen
als Gast, ich werde empfangen, ich kann da sicher schon die ersten Kontakte schließen, aber es ist nicht so, dass ich da ganz anonym durchs Haus spazieren kann und dann gehe ich wieder irgendwo raus, sondern man betritt das Haus sozusagen als Gast. Und das ist sozusagen ein ganz wichtiger Raum, und sozusagen diese Schwelle zwischen öffentlich, halb öffentlich oder diese Schwelle eigentlich zwischen halb öffentlich und halb privat, was der Laubengang ja ist, besser zu kontrollieren. Also die falsche Richtung. Dann nochmal ein Plan vom Dachgeschoss. Auch im Dachgeschoss, im obersten Geschoss gibt es diese kleinen Wohnungseinheiten und zusätzlich noch einen Gemeinschaftsraum und die Dachterrasse. Ja, Bild des Hauses, in dem Fall die Westseite. Und das wäre die Südseite, also auch da wieder sozusagen das Bild, das ein bisschen aus der Kopfstraße kennt, die Bühne des Wohnens, die Fläche, die halt dann intensiv bespielt wird. Das ist relativ kurz nach der Eröffnung, da ist noch nicht viel Zeit vergangen. Das liegt sicher auch daran, dass es im Keller eine große Werkstätte gibt und die Leute sich einfach ganz viel an Möbel selbst bauen, die dann sozusagen passgenau in dieser Kommunikationszone Platz finden. Ich schalte in die falsche Richtung. So, ein Blick in die Wohnungen, also das ist sozusagen, man kann es noch ein bisschen erkennen, das ist sozusagen eine größere Einheit, die größere Einheit, die B-Einheit mit 55 Quadratmeter hat eine Schiebeverglasung in der Wohnungseingangstür, die kleinere Einheit, der A-Typus, hat die Wohnungseingangstür auch in Glas und den Drehflügel, das heißt, das Foto ist sozusagen eine Kombination aus B, A und A, also ungefähr 110 Quadratmeter. Da sozusagen mal der Blick in den Laubengang mit der Schiebeverglasung, und da sieht man schon dieses Element, das sozusagen die Trennung zwischen Laubengang und privatem Bereich markiert. Ich habe mich eigentlich lang gegen dieses Element gewehrt, weil ich eigentlich wollte, dass diese 3 Meter komplett frei zur Verfügung stehen. Es hat sich aber gezeigt, dass das ein ganz wichtiges Element ist, und erst eigentlich durch dieses Element ist es möglich, die Zone dahinter ganz, ganz intensiv zu nutzen, weil es das eine ganz klare Markierung ist. Bis dahin sozusagen geht der private Bereich, und da ist einfach dieser Bereich frei zu halten für den Fluchtweg. Wieder die falsche Richtung. Ja, einfach ein paar Fotos aus der Nutzung dieser Zone, also einfach der Blick sozusagen über den Laubengang hinweg in diese private Zone und in die Wohnung hinein, oder ein Blick in die private Zone. Das ist natürlich ein anderes Wohnen, das ist natürlich ein Wohnen, das man jetzt im geförderten Wohnbau nicht allen Bewohnern zumuten kann, sondern das ist natürlich ganz speziell eine Baugruppe, die quasi ganz viel Wert darauf gelegt haben, sehr kommunikativ zu sein, die ganz bewusst sozusagen haben wollten, wir wollen ein Haus, wo Nachbarschaft entsteht, wo ich den Nachbar treffe, wo sozusagen auch tatsächlich sehr viel Kommunikation stattfindet, da hat die großen Verglasungen, diese Freiraumzone. So, wieder die falsche Richtung. Ja, noch ein Blick, also quasi, da sieht man, da hat sich jemand für seine Katze sozusagen die Fläche mit einem Gitter erweitert. Da finde ich auch sehr nett das Bett, das da draußen steht. Ja, und dann noch ein Thema zur Farbgebung. Warum ist das Haus so bunt, wie es jetzt ist? Mit ungefähr 50 Bauern, was ja die Baugruppe ist, über Farben zu diskutieren, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben dann irgendwann mal fast kapituliert und haben dann sozusagen eine Strategie entwickelt, wie wir trotzdem zu einem Farbkonzept kommen. Und wir haben dann sozusagen einfach die Farbigkeit der Balkonuntersichten oder der Laubenganguntersichten den Bewohnern selbst überlassen. Sozusagen jeder Bewohner durfte sich in seinem Bereich eigentlich die Farbe aussuchen, die entstehen sollte. Es gab schon sozusagen einen Farbkatalog, den wir vorgeschlagen haben, aber die Baugruppe hat dann selbst 3 Farbkataloge entwickelt und letztendlich ist ein 4. draus geworden. Aber die Idee war sozusagen einfach, jedes Baugruppenmitglied trägt sozusagen mit einem kleinen Klecks, mit einem kleinen Farbtupfer an diesem großen Gemälde, das dann entsteht, bei. Sozusagen aus diesem bunten Haufen, wie sozusagen ein buntes Ganzes. Das sollte sozusagen dieses Haus an sich symbolisieren. Und dann vielleicht auch ganz sehr nett sozusagen ein Bild von der Eröffnung. Also das ist sozusagen die Bühne des Wohnens, die Helmut Wimmer mit der Kopfstraße propagiert hat. Hat er wirklich sozusagen als Bühne funktioniert. Also es gab da in jedem Geschoss eine eigene Performance. Da in einem Geschoss wurde gesungen, in dem anderen wurde mit Wasser nach unten gespritzt. Hier wurde getanzt. Es gab sozusagen ganz unterschiedliche Küchen. Hier draußen wurde gekocht. Es gab hier Wiener Hausmannskost bis afrikanisches Essen. Und die Plakate, die dann ausgerollt wurden, heißen einfach Willkommen in allen Sprachen, die quasi das Haus, die Bewohner dieser Baugruppe sprechen. Ja, ich übergebe an dich. Ich bin inzwischen verkabelt worden, damit ich Hände frei habe. Wo schalte ich weiter? Okay. Also ich darf Ihnen jetzt das Pflegewohnhaus Rudolfsheim vorstellen. Das ist
2015 fertiggestellt worden, war ein europaweit offener Wettbewerb im Rahmen des Geriatriekonzepts der Stadt Wien für die Neustrukturierung des ehemaligen Kaiserin-Elisabeth-Spitals. Es hat 12 Stationen, insgesamt 328 Betten und auch ein Kindergarten ist drinnen. Kurz zum Städtebau. Wir haben versucht, die Blockrandbebauung der Umgebung aufzunehmen. Jetzt muss ich schauen, wo ich das Licht habe. Da, genau. Blockrandbebauung. Ein fast quadratischer Baukörper nimmt mit einer Höhenstaffelung auch die Topografie des Geländes auf. Also wir haben eine Höhenstaffelung, die Straßen fallen nicht ab. Und in diesem Baukörper haben wir 4 großzügige Gartenhöfe eingeschnitten, die alle unterschiedliche Charakteristika haben und auch teilweise miteinander verbunden sind. Da sieht man jetzt die Höfe ganz gut, die haben auch alle eine angenehme Größe. So entspricht zum Beispiel der kleine Hof dem Franziskanerplatz, sowohl in Höhe als auch in Proportionen. Und der große Hof hat etwa die Breite des Wiener Grabens. Dann sind wir noch bewusst 7 Meter von der Baulinie abgewichen. Also wir hätten eigentlich bis hierher bauen können, sind aber bewusst weiter hinten geblieben, damit wir der Stadtöffentlichkeit eine Grünzone noch geben können und den Stadtraum und die Stadtöffentlichkeit wissen dann erweitern können. Zum Konzept, also Kernstück des ganzen Konzepts, Konzept sind die großen Allgemeinflächen, die sich um diese 4 Höfe gruppieren. Wir haben versucht, ein Haus ohne Gänge zu machen. Also wir wollten abkommen von den klassischen Mittelgangerschließungen oder von den Zimmerfluchten, wie man es eigentlich kennt von den Spitälern oder Pflegewohnhäusern. Wir haben versucht, wirklich ein Haus zu machen, das keine Gänge hat und das auch bei Einhaltung aller wirtschaftlicher Parameter. Also wir haben nicht mehr BGF verbraucht, wir haben das Raumprogramm 1:1 eingehalten, das vorgegeben war und haben trotzdem eigentlich ein Haus jetzt ohne Gänge. Die Zimmer sind alle außen zur Stadtöffentlichkeit orientiert und sind vernetzt und verbunden eben durch diese große Kommunikationsfläche, die hier in Gelb dargestellt ist. Und diese Kommunikationsbereiche dienen als Marktplätze mit vielfältigen Aufenthaltsqualitäten. Da gibt es Essbereiche, da gibt es Ruhezonen, da gibt es Flanierbereiche, man kann in die Höfe rausschauen. Und ganz wichtig, wir haben auch pro Geschoss immer einen Tagraum auskragen lassen. Das heißt, man kann auf jeder Seite einmal in die Stadtöffentlichkeit, in den Stadtraum austreten. Das sehen wir dann später noch bei einem Foto. Hier sehen wir die 4 Pflegestationen. Also pro Geschoss gibt es 4 Pflegestationen, die jeweils immer einen Blick in einen Hof haben. Also jede Station hat immer einen Ausblick in einen großen Hof und einen Ausblick in einen kleinen Hof. Und man kann es kombinieren zu 2 großen Doppelpflegestationen. Also beispielsweise Rot und Gelb wäre jetzt eine Doppelstation und die 2 Blautöne. Die haben immer an einem kleinen Hof die dienenden Räume und außen sind eben die bedienten Räume. In der Mitte gibt es eine zentrale Erschließung für das ganze Haus. Die zentral positionierten eben auch immer mit den Ausblicken in die beiden Größen, großen Höfen. Das ist ein völlig neuartiges räumliches Konzept mit ganz vielfältigen Durchwegungsmöglichkeiten. Also ich kann sowohl eine stationsinternen Spaziergang machen, ich kann stationsübergreifend spazieren gehen oder innerhalb einer Doppelpflegestation. Also die Leute können da wirklich spazieren gehen über ein ganzes Geschoss und man ist wirklich relativ lange unterwegs. Und wenn man an einen Bewohner denkt mit Rollator, kann der doch, weiß wie lange ist er unterwegs. Also nicht die 5 Minuten oder 7 Minuten. Aber der braucht sicher eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde, bis er mal rundum ist. Und das Schöne natürlich, die können miteinander plaudern, man trifft sich im Haus. Also es gibt, gehen wir weiter. Das ist jetzt die Verteilerzone, zentral gelegen. Im Brandfall dient ja als Evakuierungszone, aber generell soll sie eben die Verteilerzone sein pro Geschoss. Es gibt 4 Aufzüge und ich komme in die Verteilerzone, habe gleich einmal den Ausblick in einen großen Hof und gehe dann in eine der 4 Stationen rein. Man sieht auch ganz gut den Boden, den wir wirklich intensiv
entwickelt haben. Unser Gedanke, unser Ziel war hier eine Art Blumenwiese zu schaffen für die Bewohner. Und es schaut jetzt hier ganz willkürlich aus, aber das waren viele Tage, viele Stunden, bis wir die Fliesen so wirklich positioniert haben. Es gibt Gehzonen für die nicht so gut sehenden Bewohner und eher Aufenthaltszonen. Und das schönste Feedback war, das wir bekommen haben, das hat uns eine Pflegerin erzählt, sie ist mit einer Dame durchs Haus gegangen und die Dame hat ihr nachher gesagt, also ich fühle mich, wie wenn ich über eine Blumenwiese gehe. Und das war genau das, was wir eigentlich machen wollten. Wir haben immer schon die Blumenwiese im Kopf gehabt und wenn das dann wirklich so ankommt, war wirklich ein schönes Feedback. Hier sieht man jetzt eine Marktplatzfläche und die Bewohnerzimmer. Wie gesagt, die Zimmer sind alle nach außen, alle nach außen zur Stadtöffentlichkeit orientiert, haben nach außen hin als Pufferzone eine Loggia, haben aber auch nach innen zur Marktplatzfläche eine innere Loggia, sieht man auf dem Foto ganz gut. Das ist so ein halböffentlicher Vorgarten, ähnlich wie wir es sonst bei den Laubenganghäusern machen, haben wir es hier auch intern ins Haus zur Marktplatzfläche gemacht. Das heißt, da können die Bewohner angegliedert an die Marktplatzfläche im geschützten Bereich dem Stationsleben zuschauen. Sie können aktiv teilnehmen, sie können passiv teilnehmen. Sie können sich am Laufen halten, was passiert. Sie können mit einer Nachbarin plaudern. Man kann da ein Bett rausschieben. Es passt ein Bett rein. Also das Zimmer, man sieht es auch doch da ganz gut, die Zimmer haben einen gelben Boden und das Zimmer geht wirklich bis zu dieser Kante eigentlich, da können die Bewohner sehen. Und erst ab grün ist dann die Marktplatzfläche. Da sieht man jetzt noch einmal die Grundrisse, einmal das Erdgeschoss. Ganz wichtig auch, ich betrete das Haus durch einen oder unter einem geschützten Durchgang, komme dann in einen Eingangshof hinein und erst dann betrete ich das Haus. Und die Eingangshalle ist wieder angeschlossen an drei unterschiedliche Höfe, die alle unterschiedliche Qualitäten haben. Wir haben hier eher den städtischen, den urbanen Eingangshof. Wir haben hier den Demenzgarten und hier haben wir einen Allgemeinhof. Und da sieht man es auch gut, das ist der Kindergarten, der zwar im Haus integriert ist, aber auf diesem Plan sieht man, dass er doch wieder abgelöst ist. Und hat das auch seinen eigenen Garten, der Kindergarten. Und das ist, was ich schon gesagt habe, der Allgemeingarten vom Haus. Dann gibt es eben angeschlossen an die Eingangshalle gibt es noch den Mehrzwecksaal und das Mitarbeiterrestaurant, Andachtsraum und weiter hinten ist die Küche, die Verwaltung, ist alles da angebunden an diese Halle. Das Regelgeschoss noch einmal im Detail gesehen, das sind eben außen, wie gesagt, alle Zimmer. Hier gibt es immer einen Tagraum, der wirklich rausschießt in den Stadtraum. Der schaut Richtung Süden. Wenn man hier steht, hat man einen unglaublichen Blick zum Stephansplatz in die Richtung, also zum Stephansdom, man sieht den Stephansdom und in die andere Richtung bis zum Wienerwald. Das ist unglaublich, ich trete raus über die Goldschlagstraße und schwebe eigentlich über der Stadt. Dann sieht man da die großzügigen Marktplätze. Jeder Marktplatz hat noch einen Balkon, der über einem der Gärten sitzt. Das sind jetzt Bilder kurz nach Fertigstellung und hier schon in Gebrauch, wo die Leute drin draußen sitzen. Hier ist die Vorgartenzone, hier ist die Marktplatzfläche. Wir haben so ein Möbel entwickelt, gemeinsam mit dem KAV, sogenannte Sitzschlangen. Unser Vorschlag war es so aufzustellen. Ein paar Wochen später hat jede Station diese Möbel komplett anders aufgestellt. Die haben es getrennt, die haben es einzeln, also wirklich auch wieder angepasst, wie sie es brauchen oder wie sie es wünschen. Da sieht man so Ruhezonen in den Marktplatzflächen. Das war der Wunsch vom Bauherrn auch, dass man auch Flächen schafft, wo sich die Menschen zurückziehen können, Fernsehschauen. Energetik haben wir noch keine gebraucht. Ich habe das Stichwort gehört. Das ist der Mehrzwecksaal im Erdgeschoss. Das ist auch ein ganz interessantes Foto, weil wir sehen links, wo die Vorhänge offen sind, wirklich offen zum Stadtraum. Und rechts intim geschützt. Und da gibt es auch so eine nette Geschichte. Die Kirche, die ja ums Eck ist, feiert hier einmal in der Woche eine heilige Messe.
und die ist scheinbar besser besucht als die Messen in der Kirche. Also wirklich absoluter Renner, hier in die Kirche zu gehen. Links das Mitarbeiterrestaurant. Da sieht man es ein bisschen angeschnitten, den Eingangshof. Da komme ich rein, Eingangshof, und dann trete ich dann ins Gebäude rein. Das rechts ist der Andachtsraum. Und der Boden zieht sich durch alle öffentlichen Bereiche durch. Also Mehrzwecksaal, Andachtsraum, Halle, Verteilerzone, überall, wo nicht Station ist, gibt es eben diesen Blumenwiesenboden. Außenaufnahmen, hier sieht man eben den Tagraum, den ich vorhin angesprochen habe. Das ist genau der bei der Goldschlagstraße. Also wenn ich hier sehe, sehe ich wirklich in die eine Richtung zum Stephansdom und in die andere Richtung zum Wienerwald. Da oben gibt es wieder einen Tagraum, da habe ich wieder ganz andere Ausblicke. Also es ist immer wieder faszinierend, ich kann aus dem Haus raustreten. Bin zwar noch im Haus, aber bin doch im Stadtraum. Ein paar Blicke zu den Freiräumen, zu den Höfen. Freiraumplanung hat EGKK gemacht. Das ist der Demenzgarten, das ist der Kindergarten. Und da hinten, da sieht man auch die Verbindungen zu den Höfen. Was jetzt vorhin beim Grundriss nicht gezeigt habe, man sieht es da, es gibt immer wieder, also bei jeder Hof ist angeschlossen wieder nach außen. Also es sind keine ganz abgeschlossenen Höfe, sondern im Erdgeschoss unten haben sie alle einen Durchgang nach außen zur jeweiligen Straße. Ja, übergebe ich wieder dir. Ja, ich übernehme wieder mit einem Projekt, das gerade in Bau ist. Wohnbau Bauernseegasse, ein Bauträgerwettbewerb, den wir 2015, 2016 gewonnen haben. Gemeinsam mit BDN, Building Development Network, Fleißner und Partner als Bauträger, EGKK als Freiraumplanung, Stadtdirektor Schober. Das Thema des Bauträgerwettbewerbs war Generationenwohnen. Es gibt daher im Haus einen Kindergarten, es gibt zwei Studenten-WGs, es gibt 9 betreubare Senioreneinheiten und dann diese ganz klassischen Familienwohnungen. Die Lage des Grundstücks ist sehr schön. Das heißt, hier ist der in 22 Bezirk Grand der Kirschblütenpark. Wir sitzen sozusagen noch fast im Park. Wir haben sozusagen einen Solitär dort hineingesetzt. Städtebauliche Intention wäre vielleicht nicht unbedingt dieses Solitär gewesen, sondern eher dieses Fortziehen der einzelnen Zeilen. Wir haben aber gesagt, sozusagen mit einem Solitär schaffen wir es auch, sozusagen den Nachbarn noch den Blick in diesen Park zu gewähren. Und zusätzlich ist das Erdgeschoss teilweise aufgeständert und sehr durchlässig. Also tolle Lage, da waren wir sozusagen einfach städtebaulich schon auch gefordert, mit einem Gebäude, das sozusagen sehr viel am Park teilnehmen kann, das aber sozusagen auch sehr viel Blick in die andere Richtung gewährleisten soll. Die konzeptionelle Idee des Ganzen, auch hier wieder auch das Thema, Wohnungen werden immer kleiner, man sollte versuchen sozusagen, wenn die Wohnung schon klein ist, sehr viel noch an Außenelementen mitbauen zu können, sozusagen Mehrwert zu erzeugen, und in dem Fall sozusagen war unsere Idee ein bisschen ohnehin das, was der Andreas gerade beim Pflegewohners vorgestellt hat, die Idee sozusagen, die Erschließungszone tatsächlich als erweiterten Wohnraum betrachten zu können. Wie funktioniert das Ding? Das ist sozusagen ein Haus-im-Haus-Prinzip, das heißt, 2 bis 3 Wohnungen werden so in ganz kleinen Häusern zusammengefasst, mit sehr schlanken Tragtiefen, 6,50 Meter. Also da gehen sich super Grundrisse aus natürlich. Ich muss jetzt nicht mit den 12, 13, 14 Meter tiefen Grundrissen arbeiten, sondern kann mit sehr schlanken Tragtiefen arbeiten. Und diese Häuser werden dann sozusagen im Haus fast städtebaulich positioniert. Einerseits quasi, um auf den Park zu reagieren, um auf den Nachbarn zu reagieren. Und dann natürlich auch deswegen sozusagen im Inneren fast ein kleines Dorf entstehen zu lassen, Straßen, Gassen, Plätze. Erschlossen wird das Ganze zentral über ein Stiegenhaus. Das heißt, im Prinzip das eine Geschoss ist ein 12 bis 13 Spänner, der auch wieder ohne Gänge auskommt, weil die Gänge eigentlich so groß sind, dass sie auch vielfältig anders genutzt werden können. Und im Erdgeschoss, ich habe schon angesprochen, sind 2 dieser Häuser aufgeständert, sodass da ein großzügiger Durchgang entstehen kann.
Das nächste Bild zeigt vielleicht sozusagen unsere Intention, was sozusagen diese Erschließungszone, dieses erweiterte Wohnzimmer betrifft. Es ist so konzipiert, dass es eigentlich drei Zonen gibt, die sich erweitern, sodass theoretisch auch kleine Nachbarschaften entstehen können. Es soll auch möglich sein, sozusagen das ganze Geschoss oder eigentlich das ganze Haus zu durchwandern und durch die städtebauliche Konfiguration einfach immer die Möglichkeit, dass eigentlich jede Wohnung zumindest in zwei Seiten, zumindest nach zwei Seiten orientiert ist. Ja, ein Modellfoto sozusagen, um das Baukörper in seiner Figur darstellen zu können. Ansichten sind sehr reduziert, sehr zurückgenommen. Das heißt, es sind diese ganz schlichten Häuser, die sind farblich leicht unterschieden. Relativ große Fenster. Jedes Fenster hat entweder einen Balkon oder der einen Balkonaustritt. Also der kommt ein bisschen aus der Fassade raus, sodass ich da sozusagen noch 40, 50 Zentimeter Platz habe. Aber wichtig war uns sozusagen aus jedem Zimmer, aus jedem Fenster den direkten Freiraumbezug, das direkte Raustreten aus der Wohnung zu ermöglichen. Ansonsten einfach eine schlichte, zurückhaltende Fassade. Ja, da sieht man im Plan Erdgeschoss nochmal mit dem Durchgang. Hier der Kindergarten, hier im Erdgeschoss die betreubaren Einheiten. Und ein Regelgeschoss, das ist noch das Regelgeschoss aus dem Wettbewerb. Da haben wir sozusagen einfach ein bisschen gezeigt, was wir uns da alles vorstellen können, was da jetzt alles passieren könnte in dieser Zone. Wir haben festgestellt, eigentlich müssen wir uns, was die Möblierung oder auch was die Nutzung betrifft, sehr viel an Freiräumen orientieren. Also das ist eigentlich, bietet sich an, dass man da, wie sie, Minigolf spielt, rumsitzen natürlich, das Spielhäuschen könnte es geben, eine Sitzschlange, ein Bücherschrank. Also im Wettbewerb natürlich ganz viel, aber es ist zum Glück auch mit dem mutigen Bauträger auch noch ganz viel übrig geblieben. Ich muss auf Holz klopfen, der Schloss ist noch nicht ausgeschrieben, wir sind gerade dabei, aber es sieht zumindest sehr gut aus. Das ist sozusagen ein aktueller Plan, auch da, wie das ähnlich wie beim Pflegewohnhaus sozusagen, die Bilder kommen jetzt leider sehr schlecht, aber ähnlich wie beim Pflegewohnhaus eine Zonierung sozusagen, die sich farblich differenziert. Wir haben hier dann sozusagen auch die Möglichkeit zu spielen eingeplant, also da gibt es irgendein Mensch-Ärger-Spiel, irgendwo in einem Geschoss gibt es ein Schachbrett-Twister und dann sozusagen diese Möblierung. Wir haben sozusagen jetzt mal Möbel entworfen, die gerade in der Schlossausschreibung sind. Letztendlich soll dann in einem moderierten Prozess, den Wohnbund Consult moderiert, auch die Art und sozusagen die Positionierung der Möbel gemeinsam mit den Mietern festgelegt werden. Ich kann hier mal sozusagen ein bisschen was zeigen. Also quasi im Prinzip sind alles Stahlmöbel, die ganz einfach funktionieren. Stahlmöbel deswegen, weil sozusagen gewisse Brandschutzanforderungen vorhanden sind. Es soll sozusagen in jedem Geschoss eine Minigolfbahn geben. Und das sind sozusagen diese Spiele, die ich quasi in den Boden, in diesen Bodenbelag integrieren kann. Ja, so sieht es momentan aus. Das heißt, Rohbau ist fertig. Da sieht man mal einen Blick sozusagen in diese Erschließungshalle. Und ich glaube, das war auch schon das letzte Foto. Zum Abschluss stellen wir Ihnen jetzt noch drei Terrassenhäuser vor, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht manche auch schon kennen. Als erstes den Wienerberg, Wohnbau am Wienerberg, Wohnen am Golfplatz. 141 Wohnungen, 2005 fertiggestellt worden. Bauträger waren hier Arwerk und Migra. Auch hier das Thema der Stapelung, gestapelte Reihenhäuser in diesem Fall. Insgesamt haben wir da 141 Wohnungen, die sich auf 4 bzw. 5 Panoramadecks verteilen. Das sind immer zweigeschossige Reihenhäuser, das sehen wir nach dem nächsten Bild. Hier im Schnitt sieht man das ganz gut, immer zweigeschossige Wohnungen, die wie eine Art Reihenhaus, das übereinander gestapelt ist, gepositioniert ist. In allen Geschossen oder gibt es intensiv begrünte Gärten. Also sieht man da auch ganz gut, das ist nach Süden orientiert und nach Norden zur Erschließungszone gibt es halb private Vorgärten. Das heißt, jeder Bewohner verfügt eigentlich über ein eigenes Haus, nur halt teilweise im dritten oder vierten Stock oben. Im Prinzip eine Vorwegnahme des Regalsystems von St. Pölten, nur in diesem Fall noch konventionell betoniert und aber auch schon die Stapelung mit den Decks, das wir immer wieder schon uns beschäftigt hat.
Da sieht man sein Regelgeschoss, das Dachgeschoss eigentlich mit dem Panoramapool. Da sieht man auch, wie die Häuser immer ganz leicht verschwenkt sind. Erstens, um Distanz zu schaffen und auch für die Belichtung. Das heißt, durch das Verschwenken habe ich immer eine größere Privatzone. Das Erschließungssystem wird da auch hier als Teil einer vertikalen Stadtlandschaft verstanden, bis zur Wohnungseingangstür. Sieht man da auf dem linken Bild ganz gut. Wir haben offene Stiegenhäuser, offene Laubengänge, die auch hier wieder entsprechend angeeignet werden können von den Bewohnern. Das rechte Foto ist der Pool am Dach. Das ist eigentlich mitten in der Stadt, aber doch im Urlaub. Die Kummerlandstraße 2009, ebenfalls AWAG Migra, Freiraumplanung EGKK. Das ist eigentlich ein Terrassenhaus, das nicht wirklich ein Terrassenhaus ist, aber durch die großen Terrassenflächen ist für uns in dem Fall doch wieder ein Terrassenhaus. Terrassiert. Aber nicht terrassiert, genau. Den Rahmen gibt hier das wunderschöne Grundstück, das ist fast eine Parkanlage. War auch, soweit ich mich erinnern kann, ein ehemaliges Pflegeheim. Ein wunderschöner Park, und das war für uns dann naheliegend, dass wir uns dann einen alten Baumbestand anpassen, dass wir quasi einen Tanz mit den Bäumen wagen, wie das Helmut damals so schön formuliert hat. Nach Norden gibt es den Riegel zur Kummerlandstraße hin, der klassisch über Laubengang erschlossen wird mit großen Lufträumen. Und im Herzstück des Parks gibt es das den freien Baukörper mit den großen Terrassen. Das sind vier Ebenen, alle anders konfiguriert, übereinander gestapelt. Auf denen sitzen eingeschossige Stadtvillen. Auch hier wieder das Thema Stapelung. Und ja, durch die unterschiedliche Konfiguration der Decks entstehen wirklich teilweise gedeckte Terrassen, teilweise vollständig besonnte und belichtete Terrassen und schöne große Wohnungen, die sich eben zu diesen Terrassen orientieren. Dann darfst du noch du mal weitermachen. Ja, und jetzt das letzte Projekt, das wir Ihnen heute vorstellen werden, nochmal ein Terrassenhaus. Rudolf-Weisenhorn-Gasse, das ist also in Leasing, Brauereigelände Leasing, ganz oben. Ein komplett frei finanzierter Wohnbau, ist eigentlich das einzige Wohngebäude, das wir bisher komplett frei finanziert gemacht haben. Es hat im Zuge des Abbruchs der Brauereikeller sehr starke Geländemodulationen gegeben auf diesem Gelände, und wir haben das genutzt sozusagen, um viel Wohnfläche zu lukrieren, die Erschließung des ganzen Gebäudes in den Keller zu legen. Es gibt sozusagen einfach einen abgesenkten Zugangsplatz, und ich betrete die Gebäude hier über ein großes durchgestecktes Foyer, das an der anderen Seite auch wieder bedingt durch Geländemodulation, aber schon sozusagen in einem künstlichen Gelände rauskommt, also ans Licht geht mit Lichtbrunnen an die Nordseite, und parallel dazu sozusagen diese Parkgarage. Helmut Wimmer hat damals lang darum gekämpft, diese Trennung zwischen Foyer und der Garage komplett in Glas auszuführen. Er wollte es ja gar keine haben, weil er gesagt hat, sozusagen das Klientel, das dort sich eine Wohnung kauft, hat natürlich auch das entsprechend tolle Auto dazu. Das sieht man gerne. Und eigentlich wäre es schön, wenn ich quasi mit dem Auto direkt vorfahre und dann direkt raufgehe über eins dieser vier Stiegenhäuser in die Wohnungen. Das ist leider nicht geglückt. Das hat sich reduziert auf ein paar Verglasungen. Aufgrund des Brandschutzes sind die ja hier sehr teuer, wie gesagt, ein durchgestecktes Foyer. Ich gehe von dem Zugangsplatz rein und komme da dann sozusagen wieder im Freien raus. Da sieht man das sozusagen noch einmal im Schnitt. Das ist jetzt die andere Seite. Das ist sozusagen dort, wo ich aus dem Foyer wieder rauskomme. Und da sozusagen gibt es noch mal ein Geschoss tiefer, die zweite Zufahrt zu dem zweiten Teil der Garage. Auch hier sozusagen wieder eine sehr starke Terrassierung, auch hier wieder die Möglichkeit für intensiv begrünte Bereiche, Wohnungen, die natürlich in einer ganz anderen Größenordnung spielen. Also die größte Wohnung hat hier 160 Quadratmeter mit 70 Quadratmeter Terrasse. Also da sind wir schon weit, weit entfernt natürlich von den Smart-Wohnungen, die wir jetzt bauen. Wobei die Bauaufgabe jetzt
nicht unbedingt so viel spannender ist, eine große Wohnung zu entwerfen, als sie eine kompakte 60 Quadratmeter Wohnung zu entwerfen, muss ich sagen. Ja, einfach nur ein paar Bilder von diesem Haus. Da sieht man noch einmal sozusagen dieses durchgesteckte Foyer mit diesen Stiegen, die dann halt frei raufgehen. Das sozusagen ist diese Sichtverbindung in die Garage hinein. Und da sozusagen, wie es vielleicht ein bisschen noch angedeutet, sind diese Lichtbrunnen, diese vier Lichtbrunnen, die nochmal Tageslicht ins Foyer bringen. Was kommt noch? Ja, ein Blick aus einer Wohnung heraus sozusagen. Auch da die meisten Wohnungen mit ganz großen Verglasungen, Raumbreitenverglasungen, diese große Terrassenflächen und sozusagen einfach ein Bild, wie sich so diese Terrasse darstellt. Ja, herzlichen Dank. Wir sind an sich fertig. Ja. Danke für den Vortrag. Unglaublich interessant, vor allem aufgrund des strukturellen Denken, die Materialisierung, als das, was eben Wim und Partner auszeichnet, ist da, glaube ich, sehr gut rausgekommen. Es gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Ich hätte zum Beispiel gerade einmal eine, und zwar jetzt dieses St. Pölten-Projekt, das ist ja wirklich schön auf die Spitze schon fast treibt, also nicht nur die Struktur, sondern auch die Materialisierung in allen Abschnitten des Hauses. Man hört ja immer wieder, dass das schön ist, aber immer mit Kosten verbunden ist. Wie schaut die Kostensituation eigentlich bei dem Haus aus? Ja, also die Kosten, es sind natürlich, wir können es nicht ganz vergleichen. Also wir können es nicht vergleichen mit dem geförderten Wiener Wohnbau. Einfach deswegen, weil wir ja da quasi die Stellplatzverpflichtung 1,5 hatten und wir diese Garage in Wien ja nicht einmal die Hälfte davon bauen müssten. Ansonsten, ich will jetzt keine Kosten bekannt geben, aber wir wären sozusagen mit dieser Garage rausgerechnet und auf diese Stellplatzverflechtung 70 reduziert, wären wir sogar im unteren Bereich der Wiener Wohnbauförderung. Das heißt, dieses Haus kann man auf jeden Fall im Rahmen der Wiener Wohnbauförderung errichten. Dann, was mir auch noch aufgefallen ist, eben bei diesem Wohngruppenprojekt, ich habe es ja erklärt, es gibt ja dann schon, es hat den Wunsch gegeben, so nach einer gewissen Abgrenzung zwischen dem Erschließungsweg und dem Vorgarten oder dem gemeinschaftlichen Freibereich, der sich da angliedert. War das jetzt ein Wunsch, der allgemein durchgängig war, von den Benutzern dann oder von den Bewohnern, oder wie ist das dann entstanden? Also an dieser Erschließungsfläche haben sich natürlich schon die Geister gerieben. Das heißt, es gab dann schon einige Leute, die einfach irgendwann mal gesagt haben, nein, ich kann mit dieser offenen Struktur, mit dieser Kommunikation nicht leben. Und die sind dann halt einfach haben einfach die Baugruppe gewechselt. Die sind dann halt zu Brot gegangen oder zu Pegasus. Einfach weil von diesen fünf Baugruppen ja jedes sozusagen in gewisser Weise eigens tickt. Wir haben auch sehr viele Leute von anderen Baugruppen bekommen, die dann gesehen haben, welche Qualitäten das haben kann. Und deine Frage sozusagen nach dieser Abtrennung von Privat und diesem Halbprivat, damit konnten alle sehr gut leben, weil sie darauf eingestellt waren. Also quasi, wir haben das natürlich vorher schon in Workshops, in Plänen 1:1 nachgebaut gehabt. Wir haben sozusagen erklärt, wie das funktionieren kann. Es haben sich die Leute sozusagen auch größtenteils aussuchen können, mit wem sie, also wem sie als Nachbar haben wollen. Da gab es also ganz schwierige Tabellen und auch Listen, wer wie viele Einheiten bekommt und wo die am besten liegt und wer daneben sein soll und wer darüber sein soll. Also das haben wir zum Glück ja gar nicht alles mitgekriegt. Wir waren ja nicht bei allen Plänen, sondern nur bei denen, wo sozusagen die Architektur gefragt war. Aber das ist natürlich sozusagen, sobald die eingezogen sind, war das schon eine eingeschworene Gemeinschaft, eine Nachbarschaft, die das natürlich auch wunderbar nutzen konnte von Beginn weg. Ja, ich finde es ja super, das zeigt ja auch die Bilder, wie gut es eigentlich ankommt, schon allein durch diese Nutzung, eben weil ihr das ja so setzt, dass das ja eben ein Prozess ist, der sich über Jahre entwickelt und immer wieder Veränderungen ermöglicht, sehen wir ja genauso. Wie viele Wohneinheiten sind da quasi pro Geschoss aneinandergereiht jetzt? Also es wären 12 Einheiten möglich, im Schnitt sind es aber 4 bis 5 Wohnungen pro Geschoss. Das hat wahrscheinlich damit auch zu tun, wie weit es akzeptiert und angenommen ist, wobei der Trick war ja ziemlich gut, vom Stiegenhaus quasi mal durch so einen Filter durchzukommen und nicht direkt genau, die Leute da rein. Genau, ich glaube, ein ganz wichtiger Raum. Das glaube ich schon, ja, weil wir haben jetzt also was probiert und wir haben 3 nebeneinander, ja. Und es erstaunt uns fast selber, wie gut das eigentlich angenommen ist. Wir haben nicht gedacht, dass das tatsächlich funktionieren kann. Ja, man muss bauen, man muss diese Dinge leider bauen. Um als Architekt überzeugen zu können, muss man das hinstellen. Das glaubt uns niemand. Also Artig-Architekten haben ja mit uns gelitten, sozusagen, bis wir endlich in St. Pölten bauen konnten. Man muss es sehen, man muss das Ding hinstellen. Sonst, und leider gibt es nicht. Immer wieder Bauherren, die ja nicht daran glauben, dass ihre Mieter oder Käufer das haben wollen. Also man muss immer den Bauherrn auch mal zuerst überzeugen.
Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, also wir machen immer die Erfahrung, dass es gerade bei Bauträgerwettbewerben oder bei Projektentwicklungen es ja so ist, dass ja die Mannschaft jetzt von einem Bauträger angenommen, mal die in der Projektentwicklung tätig ist, ja durchaus noch aufgeklärt ist, beziehungsweise sehr willig ist und das mitmacht, dummerweise, und das ist fast ein durchgängiges Phänomen, ist ja dann die Truppe, die dann die Wohnungen verkaufen, vergeben oder halt vermarkten, so absolut überhaupt nie eingebunden oder komplett desinteressiert sein. Ist das ja, also die gefürchtete Verkaufsabteilung natürlich, die gibt es überall und die gab es auch ganz massiv in St. Pölten, muss man sagen. Also da ist dann auch einfach durch Wohnungsumplanungen, die diese Verkaufsabteilung quasi auch uns auferlegt hat, sehr, sehr viel Geld liegen geblieben, das wir gern woanders investiert hätten. Ja. Na, aber ich muss sagen, ich finde es toll, wo geht die Reise hin, in dieser Richtung weiter oder biegt es irgendwie leicht ab oder was habt ihr vor? Also ich glaube, die Reise kann durchaus in diese Richtung gehen. St. Pölten ist, glaube ich, schon ein Projekt, das man weiterverfolgen sollte, das meiner Meinung nach schon in eine Richtung weist, die Zukunft haben kann. Also speziell was den geförderten Wohnbau und speziell den Wohnbau in Wien betrifft, wäre das schon eine Antwort auf viele Fragen, die momentan gestellt werden. Ich kann nur sagen, Gratulation und ich bin fast ein bisschen neidisch. Danke für den Vortrag. Danke. Dankeschön.